Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und in diesem Video gibt es ein kleines Update bezüglich des Livestream-PCs. Und dieses Video nehme ich auf, während ich gerade auf Twitch live bin. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, mir auf Twitch zu folgen, da wird jetzt richtig Gas gegeben, da wird richtig Content abgeliefert in den nächsten Tagen und Wochen. Und jetzt gerade nehme ich dieses Video auf, bin gleichzeitig auf Twitch live, werde jetzt auf Twitch zeigen, wie ich das Video aufbereite, schneide, hochlade und so weiter. Aber jetzt zuerst einmal ein Update. Es wird etwas unheimlich werden, Freunde. Vielleicht habt ihr das erste Video gesehen, als der Livestream-PC hier angekommen ist, als er aufgebaut wurde. Ich kann mich erinnern, ich habe im Video nach Konflikten gefragt. Ich habe die ganze Zeit so im Video gesagt, ja, bisher lief alles rund, wir haben keinen Konflikt, was ist da los? Also irgendwie funktioniert alles. Und das Krasse war, an dem Abend ging auch noch alles, aber danach ging gar nichts mehr. Bevor ich dazu aber komme, noch eine kurze Erklärung. Ich habe im letzten Video gesagt, der PC hat 4000 Euro gekostet. Ich muss jetzt auch fairnesshalber dem Bastelnerd, also dem René gegenüber, der mir das alles hier verkauft und aufgebaut hat, sagen, der PC selbst hat keine 4000 Euro gekostet. Das war von mir alles komplett überschlagen. Ich habe da auch nicht so die Ahnung, sorry dafür. Ich habe jetzt die Rechnung bekommen, der PC selbst lag irgendwo, ich glaube bei 2,6 oder 2,7 oder 2,8, ich weiß es nicht mehr. Aber dann kommt ja noch alles mit dazu. Da kam noch Kabel, Tastatur, wie heißt dieses, Capture Card mit dazu. Der PC musste gebaut werden. Wo nichts berechnet wurde, war dafür, dass er mir den einen Tag hier mit mir verbracht hat und alles aufgebaut hat und so weiter. Da habe ich ihm nachträglich aber trotzdem gesagt, rechne noch ein bisschen was mit drauf, weil das war wirklich eine runde Leistung. Aber nicht der PC selbst waren 4000 Euro, ne? Weil einige geschrieben haben, ich wurde abgezogen und so weiter. Das war mein Fehler, okay? Also der lag irgendwo bei 2,7 oder 2,8 oder keine Ahnung. Mich juckt es auch alles nicht. Jetzt aber zum Konflikt. Bastelnerd ist nach Hause gegangen, ja, also der René ist nach Hause gegangen. Ich habe meinen ersten Livestream gemacht, hat alles funktioniert. Da kam die PlayStation 5, ich habe irgendwie wieder rumgesteckt. 3 Tage war es mir nicht mehr möglich, einen Livestream durchzuführen, weil jedes Mal die Verbindung, ey, wir haben alles probiert, Kabel ausgetauscht, umgesteckt, am Rechner alles geändert, da drauf installiert, wieder weggenommen. Der René war stundenlang auf meinem PC mit TeamViewer. Wir haben alles gecheckt, wir haben den Fehler nicht gefunden. Heute war er wieder auf meinem Rechner drauf mit TeamViewer. Und Leute, jetzt wird es ein bisschen unangenehm und eigentlich schon peinlich. Aber ich habe es mir schon fast gedacht. Wisst ihr, wo der Fehler lag? Dieser Netzwerksplitter, ich weiß nicht, wie man den nennt, der hat nicht funktioniert. Entweder ist er kaputt oder er muss erst noch irgendwie programmiert werden. Ein Switch, schreibt gerade jemand auf Twitch, danke. An dem hat es gelegen. Wir haben den ausgetauscht, ich habe meinen alten genommen, jetzt funktioniert's. Wisst ihr, was das große Learning ist? Der Fehler steckt nicht oft versteckt irgendwo. Manchmal liegt er vorne dran und er ist es so offensichtlich. Das ist eine der letzten Dinge, die wir in Betracht gezogen haben. Lange Rede, kurzer Sinn, es funktioniert jetzt. Ich hoffe, ich konnte einiges klarstellen mit dem Preis oder wie auch immer. Ich habe jetzt einen verdammt guten PC. Viele haben auch gefragt, warum ich auf PC gewechselt bin. Warum ich mir keinen Mac Pro hole mit M1-Chip und so weiter. Also den hole ich mir vielleicht auch noch. Ja? Aber für Streamen, ich behaupte, dass man zu dem Preis, oh Gott, jetzt lehne ich mich wieder weit raus aus dem Fenster, ich behaupte, dass man für den Preis... Und ganz ehrlich, Mac Pro Gaming? Also ich zocke auch auf dem PC schon. Ich habe jetzt schon Warzone auf dem PC gezockt. Oh, voll geil. Ich weiß nicht, ob da Mac Pros. Ne? Das sind jetzt für mich irgendwie Gaming, Streaming. Ich weiß es nicht. Entscheidet selbst. Ich bin happy mit Windows und Mac. It's all good. Der Livestream funktioniert jetzt. Oh, René postet mir gerade auf Twitch nochmal, was alles drin ist. Ich verstehe das alles nicht, René, aber vielleicht kann ich es einfach in die Kommentare jetzt reinposten. Genau, in die Videobeschreibung. Und dann könnt ihr selber mal schauen, was alles drin ist. Da steht Zeug drauf,
Sia, Sonic, Focus, GT, 750 AW, ATX. Alter, leck mich am Arsch, ich kapier gar nichts. So, das war das Update. Danke, Freunde. Ich glaube nicht, dass wir noch ein Update machen müssen, außer folgt mir jetzt auf Twitch. Ich werde die nächsten Tage zeigen, wie ich arbeite. Ich werde Content abliefern. Ah, ich freue mich drauf. In diesem Sinne, Freunde, bis dann.